Grüß Gott. Natürlich hat dieses Fragment des Evangeliums, welches wir heute eine Woche nach Weihnachten hören am Sonntag, hat sehr viele andere Botschaften, Deutungen und Hinweise auf viele verschiedene Themen, die wichtig und nützlich sind für unser Glaubensleben. Damit wir wissen, worum es geht, lese ich jetzt zuvor dieses Evangelium, welches wir heute am ersten Sonntag am Fest der Familie in der Kirche hören. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage vor der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Abgesehen von Details und Einzelheiten in dieser Erzählung geht es hier wieder um das Wort Gottes. Es geht natürlich um Jesus, der das Wort Gottes ist. Und eben, wir dürfen nicht vergessen und nicht übersehen, dass dieses Wort Fleisch geworden ist und hat unter uns gewohnt. Es geht um Wort Gottes auch in deinem Leben. Hier sehe ich gewisse Handlungen, wie auch wir mit dem Wort Gottes umgehen können bzw. sollen. Maria, die dieses Wort angenommen hat, welches real ist und ja, realistisch in ihrem Leben wurde, das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis für unsere Handlung, dass das Wort wirklich real in unserem Leben sein sollte. Maria behaltet dieses Wort nicht für sich selbst. Man kann sagen, Maria konfrontiert es mit dem Gesetz, mit dem Tempel, was wir heute sagen können,
mit der Kirche. Sie bringt Jesus in den Tempel. Wie der heilige Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden. Das heißt, konfrontiere die Bedeutung des Wortes mit der Lehre der Kirche. Das ist die erste und wichtige Handlung unseres Umgangs mit dem Wort Gottes. Es gibt ja verschiedene Kommentare, Exegesen des Textes und so weiter und so fort. Oder die Kirchenväter sind wirklich Schatz der Kirche, wie auch wir das Wort Gottes verstehen können. Das Wort Gottes soll in die Hand genommen werden, angeschaut. Das, was hier der Greis Simeon getan hat und gelobt hat. Ja, lernen wir in unserem Gebet das Wort Gottes zu loben, zu preisen, indem wir natürlich Jesus loben und preisen. Und wir loben Gott vor allem in seinen Eigenschaften. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ich lobe und preise dich. Du bist wahrhaftig. Ich lobe dich. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit. Du bist die Weisheit. Sei gepriesen. Und so weiter und so fort. Und natürlich, wir können auch lernen, mit dem Wort Gottes Jesus zu preisen, indem wir ein Fragment aus der Bibel nehmen und versuchen, das in einem Lob umzuwandeln. Versucht es wirklich, seid kreativ, vielleicht heutiges Evangelium zu Hause aufschlagen in der Bibel und aufhand dieses Textes einfach Gott zu loben und zu preisen. Genauso wie der Prophet Simeon. Maria und Josef staunten darüber, was sie hören. Und da muss ich sagen, ja, auch ich staune immer wieder, welchen Schatz entdecke ich in dem Wort Gottes, welche Gedanken, welche Tiefe, welches Reichtum kann ich aus diesem Wort Gottes herausschöpfen, wenn ich mich nachdenke, wenn ich lese, was da steht, was das bedeutet für mich, für mein Leben, muss ich wirklich sehr oft staunen. Und zum Schluss können wir, wie dieses Wort Gottes, Jesus, oder sehen wir, wie dieses Wort Gottes, wie Jesus, wächst und kräftig wird. Und eben der letzte Satz, was wir gehört haben, fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Das Wort Gottes, wenn du dich mit ihm beschäftigst, wird auch in dir wachsen und wird immer kräftiger. Und auch alle anderen werden staunen, was dieses Wort Gottes in dir bewirkt. Das Gleiche soll eben auch bei jedem von uns geschehen, dass wir mit dem Wort Gottes richtig umgehen, dass wir stärker werden auch im Glauben. Genauso wie der Paulus sagt, der Glaube kommt vom Hören und das, was man hört, ist Wort Gottes. Wenn du willst, dass dein Glaube stark wird, wenn du Gott loben, preisen wirst, greift, nimmt das Wort Gottes in deine Hände und lobe Gott, preise Gott, lese dieses Wort, denke nach, aber konfrontiere auch es mit der Kirche. Das wünsche ich dir aus ganzem Herzen. Grüß Gott.